Ob als Verbrenner, als Hybrid oder rein elektrisch, bisher ließ der Hyundai Kona eigentlich kaum automobile Wünsche offen. Jetzt stehen wir hier vor der neuen Generation und da frage ich mich natürlich, ist das noch genauso? Beim ersten persönlichen Aufeinandertreffen finden wir das heute gemeinsam raus. Schaue ich mir hier die zweite Generation Hyundai Kona an, dann kommt die deutlich futuristischer daher. Außerdem ist der Kona ein gutes Stückchen gewachsen. 17,5 cm länger, gut 2 cm höher, gut 2,5 cm breiter und der Radstand ist auch noch mal um 6 cm gewachsen. Vor allen Dingen aber ist halt die Optik hier ein Riesenthema. Und da würde ich sagen, gehen wir als allererstes mal hier an die Front. Das Pixel-Design hier, das kennt man von der Submarke IONIQ. Und ja, es ist erstmalig hier auch in einem reinen Hyundai-Modell drin. Weshalb wir jetzt als erstes hier vor der Elektro-Variante stehen, hat den einfachen Grund, dass das Fahrzeug hier auf der Elektrobasis als erstes entwickelt wurde. Das passt natürlich auch zu dieser elektrischen Strategie von Hyundai. Schauen wir uns die Optik hier mal an. Das Pixel-Design gibt es nicht nur hier oben in der Lichtleiste, sondern auch beim EV hier unten in Form dieser Pixel. Und auch hinten am Heck findet man dieses Design wieder. Sprechen wir jetzt zum Beispiel über die Variante Hybrid und Benziner. Dann haben wir hier vorne so ein bisschen Unterfahrbodenschutz. Es gibt eine dreieckige Sicke und auch die Radläufe und der Seitenschweller, die haben eine Plastikbeplankung. Dann gibt es auch noch die sportliche N-Line. Die kommt mit deutlich größeren Lufteinlässen an der Front daher. Eine doppelflutige Abgasanlage und hier steht er auch noch mit einem schicken Heckspoiler. Die Ausstattungsvarianten, die kennt man bereits so, die kommen wie gehabt. Zeit, hier jetzt mal auch über die Antriebsmöglichkeiten zu sprechen. Hier ist der EV und als dieser kommt er natürlich auch, wurde sogar ein bisschen optimiert. Heißt, ein bisschen mehr Reichweite, eine etwas größere Batterie, einfach das Gesamtpaket nochmal ein Tickchen besser abgestimmt. Bei dem Verbrenner haben wir den Hybriden, wie wir den bisher kannten, und es gibt den normalen Verbrenner. Ob es eine richtige N-Variante geben wird, das bleibt leider momentan noch offen. Hyundai sagt übrigens selbst, dass der Kona hier das Fahrzeug mit dem besten Platzverhältnis hier hinten in seiner Klasse ist. Und ich muss sagen, der erste Eindruck, ordentliche Beinfreiheit, Füße kann ich ja drunter schieben, Kopffreiheit auch, zwei Fäuste, Sitzauflage, scheint eine bequeme Sache zu sein. Ich sitze aber lieber auf dem Fahrersitz und deswegen lasst uns mal nach vorne wechseln. Schaut man sich das Ganze hier an, stellt mal fest, Mensch, hat sich ordentlich was verändert hier und es ähnelt vor allen Dingen dem Interieur, wie man es zum Beispiel aus dem IONIQ 5 kennt. Wir haben hier dieses große Panel, auch hier mit dieser Magnetfläche und der Gangbeihebel ist hier hinter das Lenkrad gewandert. Das heißt, die Mittelkonsole engt einen jetzt noch weniger ein. Man hat hier deutlich mehr Platz für Ablagen, für Becher oder hier für eine kleine Handtasche oder sowas. Ja, das macht einen guten Eindruck. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wenn man hier einmal in die Einstellung switcht, hier sind sie. Da kann ich, wenn ich mir eine zack, unter Auto, die Türen einstellen möchte, die Höhe, zack, der Kofferraumklappe einstellen, damit das natürlich auch für meine Tiefgarage passt. Kann ich natürlich auch einstellen, indem ich hinten den Knopf lange drücke. Und wenn ich jetzt gerade schon über den Kofferraum spreche, das Fassungsvermögen beträgt 466 Liter, beziehungsweise wenn ich die Rückbank umklappe, bis zu 723 Liter. Dass sich das System hier im Kona Over-the-Air updaten lässt und die Assistenzsysteme hier State-of-the-Art sind, das versteht sich natürlich von selbst. Ab Herbst diesen Jahres wird er dann bei uns auf den Markt starten. Wo der Preis liegen soll, das steht aktuell noch in den Sternen. Bisher ist er mit der kleinen Batterie bei 36.400 Euro gestartet. Als Referenz kann man ganz gut den Kia Niro nehmen, der liegt aber bei etwas über 10.000 Euro höher im Preis, plus er kommt auch nur mit der großen Batterie. Das heißt, irgendwo dazwischen wird sich er hier einpreisen. Ich denke mal, eine 4 wird auf jeden Fall davor stehen. Und für den Hyundai Kona mit der großen Batterie, da kann man auch irgendwie so zwischen 44.000 und 46.000 Euro rechnen.